So. Und nehmen lieber das Papyrus mit. Okay, ja. Okay. Das sind die bösartigen Bienen. Da müssen wir einfach nur wegrennen. Ich hoffe, dass sie uns nicht so weit verfolgen. Aha, jetzt haben sie es aufgegeben. Gut, da geht's nicht mehr lang. Okay, da kann wohl alles drin sein. Die sind also ganz cool, die Teile. Hey, hier geblieben. Wenn ihr so cool seid, nehme ich natürlich all euch auseinander. Die haben wir nicht. Ja, alle auseinandernehmen, haben wir gesagt. So, das ist doch schon mal ganz cool. Hier unser Essen wird schlecht, darum essen wir es einfach noch schnell. Ich brauche dringend Holz, darum gehen wir mal zurück. Die Kröten, die hasse ich wie die Pest. Oh, die Frösche und Katze kämpft unten. Hier ist endlich mal ein Geier. Diesmal lassen wir die Karte. Was ist denn das hier? Ach, das hier ist so die. So eine. Genau, also irgendwie komme ich da in Nebenwelt. Oder so irgendwas. Erstmal ein paar Bäume fällen. Weil. Die Tage gehen schon schnell um. Wir müssen mal gucken, eine Science Machine könnten wir schon bauen. Schade, hier pflanzen wir gerade wieder ein. So, ja. Wir gehen mal wieder da hoch, wo wir eigentlich gerne wären. Und da versuchen wir dann schon mal langsam anfangen, das Lager aufzubauen. Da können wir schon mal die Science Machine bauen. Ist echt schade, dass wir aber kein weiteres Gold gefunden haben. Darum laufe ich mal hier so ein bisschen noch den Bogen. Da oben war, hier geht es auch nicht weiter. Stöcke haben wir, denke ich, durch die Dinger auch genug. Essen wir mal die Beeren. Dass wir. Karottchen können wir auch essen, damit wenn ich die gerade säge. Mal gucken, ob es hier irgendwo, da oben liegt auch noch eine Karotte, aber ach, hier ist so schönes Gebiet. Ich liebe es, auf diesen Feldern mein Hauptquartier zu bauen. Einfach weil hier so viele Hasennests da sind. Ja, schade, normaler Stein. So viele Hasennester sind, dass da drüben geht es gerade weiter. Einfach mit den Hasennestern kann man, hat man immer Fleisch zu essen, was sehr gut ist. Und hier Waldgebiet. Mal auf die Zeit gucken. So. Hier gefällt es mir doch eigentlich, auch wenn Maulwürfe da sind. Ich weiß jetzt, ich kenne auch leider noch nicht die Vorteile. Schade, ich habe gehofft, dass Gold. Ich baue hier jetzt erstmal ein normales, also eine Feuerstelle auf. Und dann kann man ja einfach mal gucken, wo hier man dann sein Hauptlager aufbaut. Bis dahin brauche ich aber noch ein bisschen Holz. Na, fällt schon. Das war's mit Axt.
Naja, Tag 3, wir sind gleich bei Tag 4. So. Die Tannenzapfen habe ich natürlich da rein. Was echt unklug ist, ich tausche mal die Tannenzapfen mit dem Papyrus, weil das Papyrus brauche ich so schnell nicht. Den Baum fällen wir noch, bevor die ganze Nacht einbricht. Als ich früher gespielt habe, wusste ich auch, was die ganzen Pilze und so auch Fleisch. Fleisch immer kochen, bevor man es isst. Ganz wichtig. Bisschen Holz aufs Feuer gelegt, das können wir auch essen. Unser Gehirn geht schon runter. Also unser. Wir haben schon etwas Angst im Dunkeln. Chester erschreckt mich nicht. So, den fällen wir jetzt auch noch mal in der Nacht. Den können wir auch abmachen. Und dann gucken wir noch mal auf die Map. Ich werde hier oder hier mein Lager aufbauen. So. Hier kann ich natürlich mich abschotten. Bin sehr weit davon weg. Könnte auch so hier machen. Ja, wird wahrscheinlich das Beste sein. Was haben wir denn alles hier reingepackt? Aha. Kaktusflower und Kaktus. Ich möchte es nicht essen, ich möchte es kochen. Naja gut, aber wir essen mal ein Karottchen. Und dann warten wir die Nacht ab. Ach, wir brauchen kein Feuer mehr draufzulegen, kein Holz mehr draufzulegen. Ich denke mal, dass das hier. Zurück. Jetzt gucken wir hier nur noch mal so ein bisschen drauf. Oh, und Buffalos in der Nähe. Ach, wie genial. Da ist ganz wichtig, die Büffelkacke brauchen wir. Geh mal weg. Weil die Felder düngt. Oh, und die hat auch einer wieder Kram. Ist verstorben. Und die Spitzhacke. Da haben wir schon ein paar drinne. Ein Spinnennest. Okay, das ist jetzt nicht so schön, ne? Ah, du, 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 du. Boing, boing, boing. So, dann suche ich mir jetzt eine Ecke hier raus. Da sind Hasennester. Ich hätte gern so in auf einem Bildschirm so. Ah, das ist doch gut. Hier ist es doch gut. Und hier ist es sogar perfekt. Das hier wird unser Lager werden. Hier bauen wir erstmal eine große Feuerstelle hin. Und dann brauchen wir für unsere Science Machine unser Gold. Tauschen wir einfach mal gegen die Büffelkacke aus. Und hier Science Machine. Das ist quasi. Die stellen wir mal hier so auf. Und jetzt können wir viel mehr machen. Also wir können jetzt noch eine Schaufel bauen, die wir uns auch bauen werden.
Heugabel und Rasierklinge. Also Rasierklinge brauchen wir sowieso nicht als Shaggy. Hier können wir noch Hasenfallen bauen. Die stellen wir einfach über einen Hasenbunker. Nee, nicht da so, sondern da so. Eigentlich muss man bei den Hasen Fallen auslegen. Ihr wollt das hier klauen, gell? Die. So, die nehmen wir uns aber mit. Können mal in der Zeit was essen. So, was können wir denn sonst noch hier so bauen? Bretter aus Holz und geschliffene Steine. Geschliffene Steine sind dann die Dinger, die ich habe, ja. Komm mal her, Chester. Mal gucken, was wir dann da draus machen können. Also meine persönliche Bestleistung liegt bei irgendwas nur in den 30 Tagen. Da hat mich der erste Winter dann. Sitzt du dich an mein Feuerhase? So, jetzt müssen wir erstmal Gras ein bisschen sammeln, dass wir unseres Lager auch ein bisschen abschützen können. Abschützen, genau. Halt, dass wir auf jeden Fall eine kleine Wand aus Gras bauen können. Vielleicht werde ich da noch ein, zwei Hasenfallen bauen, dass ich so vier Fallen stehen habe. Und dann gucken wir weiter. So kann man eigentlich keinen Hasen fangen, die sind dann zu schnell. Und mit den Fallen, ich hoffe, ich kann das euch dann gleich unten zeigen, wenn wir am Lager wieder sind. So, Krähe, hau mal ab. Das lässt du uns. Gut. Wo ist die Axt? Hier ist die Axt. So, langsam müssen wir wieder zu unserem Lager hin. Ah, guck, hier, wir haben ja jetzt einen Hasen drin. Oh, das ist aber nett, Vogel. So, nachher können wir dann auch Vogelfallen bauen. Ich muss mal ein bisschen sortieren. Chester, haben wir noch Platz in dir? Nein, haben wir nicht. Das heißt, ja, Vogel, hau mal schön ab. Ich habe noch nicht mal Bretter hier, was echt schlecht ist. Noch nicht mal Holz da. Und dann, also ich brauche mein Holz fürs Feuer, sonst würde ich jetzt einfach ein paar Bretter bauen. Mal gucken, ob ich Bretter bauen kann. Ich brauche vier. Also ich könnte sie bauen, aber habe dann kein Feuerholz mehr. Was ist das? Ach, Heuwand. Ja, Heuwand, die können wir schon mal bauen. So einfach, dass wir unser Lager abtrennen können. Wir fangen da mal. Ich fange da mal hier an. Nö. Okay, ja, ich stelle mich gerade toll an. So. Wichtig, Heuwand ein ganzes Stück weg vom Feuer. Sonst hat man eine brennende Heuwand. So, jetzt habe ich da einen Baum hingesetzt, das wollte ich nicht. So, Karottchen essen. Hier gucken wir, dass wir erstmal. Ach, jetzt habe ich das Fleisch roh gegessen. Schade. Wir müssen ein bisschen Holz auflegen und können dann weiter an unserer Heuwand bauen. So. Das sollte doch erstmal lang. Dann machen wir hier mal weiter.
Kleider hatten wir es, das dann mit Wand. Das heißt, wir müssen noch eine ganze Ecke mehr Heu sammeln, dass wir erstmal unsere Wand fertig kriegen. So, weil sonst vom Essen und von allem passt es ja recht eigentlich. Habe ich doch eine Schaufel, hatte ich doch, genau. Dann brauche ich die Axt. Okay, wir müssen wohl warten, bis er gewachsen ist, dass wir ihn wieder abbauen können. Da will ich ihn natürlich nicht haben. Was haben wir hier? Ach, ein Rucksack. Den brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier nämlich noch ein bisschen Platz. Und können... Zwei Äxte, warum haben wir zwei Äxte? Ja, einfach mal ein bisschen Ordnung bei uns reinbringen. So, hier oben können wir die Falle mal richtig wieder hinstellen. Direkt aufs Loch. Und als erstes müssen wir jetzt mal ein paar Bäume fällen. Dass wir hier hoch erstmal gehen. Klar können wir dabei auch ein bisschen Gras sammeln. Bäume, ein paar schöne große Bäume hätte ich gern. Nicht sowas wie das hier, aber okay. Samen brauchen wir. Momentan brauchen wir noch Essen, bis ich genug Fallen bauen kann. Oh, hier ist auch schön viel Gras. Machen wir erstmal die beiden Bäume weg. So, den Speer sollte ich mir auch mal so langsam bauen. Und wieder Blumen pflücke. Na, geh schon kaputt.